Hi, ho und willkommen zu meinem Video. Ja, an alle, die mein erstes Video im Monat angesehen haben. Ich bin fertig geworden mit meinen kleinen Boxen. Und ja, die gehen ganz schlecht zu. Aber das ist wahrscheinlich, weil ich den Kleber hier zu weit weg habe. Sonst wird es wahrscheinlich besser gehen. Obwohl. Ah, nee. Also ist ein bisschen. Mal gucken, ob ich jetzt habe, wo es ein bisschen besser geklebt ist. Ja, hier, da passt es. Okay. Komm schon. Und ja, die geht super zu. Gut, das lag, ist ein Konstruktionsfehler. Aber auf jeden Fall muss erst mal der Kleber jetzt trocknen und dann sind die fertig. Bin jetzt sehr zufrieden. Ja, ich bin nicht nur damit zufrieden, ich wollte euch eigentlich auch noch eine Geschichte erzählen aus meiner Kindheit. Eigentlich war das öfters mal so, dass es so war, aber es ist trotzdem eine schöne Geschichte, eine schöne Erinnerung. Also mein Papa, der fährt gerne Auto, das ist irgendwie so voll sein Ding. Ich weiß auch nicht, es haben glaube ich viele, aber ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass man immer, also früher war seine früheren Autos alle, waren von einem Autohaus, das war in Wangen, und da gab es dann immer ein Austauschauto, wenn das Auto in der Reparatur war oder wenn es irgendwie ja, zum TÜV musste, eben deswegen, zu all diesen Geschichten gab es immer ein. Wartet mal ganz kurz, mein Kleiner will, ich glaube, noch mal ein Leckerli haben. Dann gebe ich ihm das jetzt auch noch schnell. Hier, mein Schatz. Was Größeres, damit du ein bisschen länger was zum Knabbern hast. Ja, auf jeden Fall war das dann immer so, dass es diese Austauschautos gab und ich habe es geliebt. Und mein Papa genauso. Und es war immer so, wenn es hieß, Papas Auto wird morgen dann zum TÜV gefahren oder zum Reparieren, dann war es immer so, dass ich zu meinem Papa gesagt habe, aber vergiss bloß nicht, dass wir ein Ersatzauto brauchen. Und wir müssen das auf jeden Fall dann einmal über die Autobahn fahren. Und dann sind wir immer mit dem Radio, also das Radio ist dann immer gelaufen und haben wir immer Sesamstraßenlieder gehört oder eben Radiomusik oder wie auch immer. Und dann sind wir da einfach über die Autobahn gefahren für eine Stunde oder zwei. Und das war einfach eines der schönsten Erlebnisse, an die ich mich erinnern kann. Und ja, heute zum Beispiel sind wir in Papas aktuellem Auto mal über die Autobahn gefahren und da musste ich einfach wieder daran zurückdenken und das war einfach immer so schön und so, ja, so nett. Es war einfach so eine tolle Vater-Kind-Zeit. Meine Mama ist dann meistens nicht mitgefahren, weil hier war es viel zu schnell und hinten im Auto oder vorne ist sie dann meistens schlecht geworden, aber manchmal ist sie dann halt doch auch mitgefahren. Und da gab es so ein paar Autos, wo ich dann immer zu meinem Papa gesagt habe, wenn wir jetzt noch, wenn das Auto jetzt kaputt geht, dann müssen wir das, genau das nehmen, kein anderes. Dieses Auto ist so toll und überhaupt und ich möchte genau dieses Auto haben. Und ach, das war, wir haben auch nie das Auto genommen, das wird dann, wo ich dann so toll fand. Aber wir haben sehr viele Autos zum Testen gehabt und konnten viel probieren und so. Ja. Ja, so müde, Schatz. Oh. Ja. Ja, auf jeden Fall. Heute ist irgendwie jeder um mich rum voll müde. Das ist ganz komisch. Hund, Hase, Mutter, Vater. Na gut, ich bin auch nicht unbedingt die Wachste, gebe ich, wenn ich ehrlich bin, aber es fällt mir gerade so auf. Ja, auf jeden Fall. Was kann ich noch erzählen? Eigentlich gar nichts. Das war die ganze Geschichte, wenn ich so drüber nachdenke. Und ja, es klingt nach so voll wenig, aber es sind diese Erinnerungen von kleinen Erlebnissen, die man zusammen erlebt hat, die einem dann später, wenn man dann älter ist, wiederkommen und man sich dann einfach an dieses positive, schöne Gefühl erinnert des Zusammenseins. Und ich glaube, das ist so der Kitt der Familien, also unsere Familie so gut zusammenhält. Unsere gemeinsamen schönen Erlebnisse und aber auch nicht nur die, sondern auch die schlechten, einfach dieser Zusammenhalt. Ja.
Ich glaube, das hängt schon ein bisschen zusammen. Na gut, das war alles, was ich euch dazu erzählen kann oder was ich euch erzählen wollte. Ich schreibe mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch so Geschichten habt. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmeatoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.